Einschätzung ist die Hürde für Bürgerbegehren in Nordrhein-Westfalen mit 1,1 Millionen notwendigen Unterschriften viel zu hoch. Unsere Idee ist ja, auf der Bundesebene Volksentscheide möglich zu machen, Volksbegehren möglich zu machen mit einer Zahl von 1 Million Unterschriften, bezogen auf eine Wählerschaft von 85 Millionen. Also kann es nicht sein, dass in Nordrhein-Westfalen das Quorum bei 1,1 Millionen bezogen auf 27 Millionen Bürger des Landes ist. Und von daher denke ich, ist unsere Aktion hier sehr angebracht, um diese Hürde allmählich zu senken. Ich glaube auch, dass im Bewusstsein vieler Politiker das allmählich auch Wurzeln schlägt. Ja, ich möchte, dass die Hürden gesenkt werden, vor allem deswegen, weil ich mir davon verspreche, dass einfach mehr Gespräche stattfinden zwischen Menschen, wenn wir wieder alle mehr zu entscheiden haben auch. Und im Moment sind die Hürden so hoch, dass es eigentlich noch nie einen Volksentscheid oder in Nordrhein-Westfalen gegeben hat. Und ja, das ist mir eigentlich so das Wichtigste. Also ich möchte einfach mit meinen Mitmenschen ins Gespräch kommen und ich möchte nicht in einer Welt leben, wo jeder neben dem anderen herläuft und wo keine Kommunikation mehr stattfindet, wie ich das jetzt erlebe. Und ich bin hier, damit sich was tut und die Hürden für Volksbegehren endlich abgesenkt werden. Ich finde, direkte Demokratie ist eine ganz tolle Sache. Zum Beispiel in einem Stadtstaat wie Hamburg gibt es überhaupt nur dieses tolle Transparenzgesetz, weil es eben so einfache Bedingungen für direkte Demokratie gibt. In Bayern sieht man auch immer wieder, dass es klappt. Und hier in NRW hat es einfach in den 60 Jahren noch nie irgendwie geklappt, wegen diesen viel zu hohen Hürden. Es ist was anderes in einem kleinen Stadtstaat, die Stimmen zusammenzukriegen, als diese riesigen Hürden in einem Land wie NRW zusammenzukriegen. Also versucht man durchs Sauerland zu touren und da irgendwie genügend Unterschriften zu finden. Deswegen hoffe ich sehr, dass die Verfassungskommission die Hürden endlich senkt.